Oh shit, oh shit, oh shit, what the fuck? Leute, willkommen mal wieder zu einem neuen Video hier auf FragMike. Es ist ein ganz super spontanes Ründchen, also eigentlich nicht so wirklich. Oh shit, der ist drin. Kacke, oh Mann. Spontan ist nur, dass ich jetzt die Runde einfach mal gestartet habe und auch, dass ich die noch nicht mal offen hatte. Audacity, das Programm, mit dem ich mein Audio aufnehme. Ich habe die Aufnahme auch noch gar nicht gestartet. So, jetzt läuft die Aufnahme auch mal, damit ihr auch mal was seht. Ja, Leute, erstmal willkommen zu diesem stürmischen Video hier. Ich habe jetzt die letzten Tage, wenn ihr mich fragt, was der Titel aussagen soll, dazu komme ich gleich. Letzte Tage habe ich jetzt wieder was hochgeladen auf Mining Tube. In diesem letzten Video auf dem Kanal quasi habe ich ja schon gesagt, dass ich auch auf Mining Tube eins hochgeladen habe oder hochladen werde oder ja. Hochgeladen habe und das habt ihr auch ausgecheckt wahrscheinlich. Hoffe ich mal. Und ja, da habe ich seitdem noch eins hochgeladen gestern und einer hat so einen Vorschlag gemacht, dass ich vielleicht also auf MiningTube so Minecraft-Content hauptsächlich halt hochladen soll oder nur Minecraft-Content und hier halt das ganze andere, die ganz anderen Spiele. Ich weiß nicht, wie ihr dazu stehen würdet. Oh, das war jetzt nochmal so eine Sache. Ich werde halt ab und zu trotzdem noch oder wieder auf meinen YouTube Videos hochladen, weil da läuft es momentan ganz gut eigentlich. Und jetzt, wo ich hier keine Werbung erstmal mehr schalte, ne, also es bleibt trotzdem mein Hauptkanal, FragMike, aber trotzdem werde ich wieder aktiv werden auf MiningTube. Ne? Also am besten beides abonnieren, beides die Glocke aktivieren. Schlauste. Aber jetzt kommen wir einfach mal zum Videotitel. Und zwar steht im Titel 28 Jahre, 2 Monate und 27 Tage. Ich bin kein Berliner. Also kein Grapfen oder sonst noch was. Ich lebe nicht, ich wohne nicht in Berlin, aber ich war schon in Berlin und habe mir die Mauer angeschaut. Und ich werde jetzt hier kein Religionsunterricht machen für euch, sondern lediglich das wiederholen, was ich jetzt gerade vorhin gelesen habe. Bin quasi so eine Nachlabertante gerade, jetzt in diesem Video. Und es ist halt einfach immer so, als YouTuber, man braucht einen Titel für sein Video und mein Gott, ich habe die Schlagzeile gelesen und dachte mir, das ist doch ein historischer Tag eigentlich. Also mich interessiert es nicht so sehr, aber keine Ahnung, vielleicht gibt es da welche, die unter euch, die es interessiert. Eigentlich sollte es ja schon interessant sein für den deutschen Bürger. Aber gut, ist halt 28 Jahre, 2 Monate und 27 Tage ist die Mauer. Also, das ist jetzt genau der Zeitraum. Also, Moment. Also 28 Jahre, 2 Monate und 27 Tage ist es her, seitdem die Mauer gefallen ist. Und genau so lang, genau 28 Jahre, 2 Monate und 27 Tage, stand die Mauer eben auch. Deswegen ist es jetzt auch so ein historischer Tag quasi, heute der 5. Februar. Genau. Denn, Moment, ich kann das mal kurz gucken. Die Zahlen habe ich natürlich nicht im Kopf. Baugebiet war der 13. August 1961 von der Mauer und Zerstörung war 9. November 1989. Gut, das könnt ihr euch selber ausrechnen. Müssten quasi genau 28 Jahre, 2 Monate und 27 Tage sein. Ja, wie gesagt, historischer Tag. Sollte man auf jeden Fall irgendwas machen mit einem Stück Mauer heute. Ne, Spaß, mein Gott, das ist ein Tag wie der andere. Ist halt, ne? Der, wo halt das erlebt hat, für den wird halt das ein besonderer Tag sein. Der, wo da krass dabei war. Ist auf jeden Fall besser, würde ich jetzt mal so sagen, ohne Mauer. Wenn wir die ganze Freiheit haben, also die Berliner und alles. Ja, gar keine Frage eigentlich, ne? Ich habe keinen Plan, was ich dazu sagen soll. Ich war halt einfach nicht dabei, ne? Wenn man nicht dabei war, so, dann kann man da nicht viel dazu sagen, aber ja, ein paar Stücke stehen da sogar noch. So in meinem Landkreis steht sogar auch ein Stück Mauer.
Können sich so die ganz Deutschland kann sich da ein Stück Mauer kaufen, denke ich mal. So ist das. Würde halt ein bisschen was kosten, ne? Die hat jetzt auch eine bestimmte Länge gehabt, so steht jetzt hier gar nicht. Nö, Länge steht jetzt hier gar nicht. Ja, aber eine Länge hat die auch gehabt, also keine Ahnung. Wird schon noch einige Stücke geben. Die haben ja viel am Anfang einfach so abgerissen quasi. Ohne an so Geschichtsbücher zu denken, dass es mal voll viel Wert in der Geschichte haben könnte, dieses Stück Mauer. Das haben sie zuerst nicht bedacht, aber es gibt trotzdem noch viele Stücke von der Mauer. 80 Meter in Pankow, in einem Waldstück, wurde ja zum Beispiel erst entdeckt. Lese ich hier gerade. Ja. Ne? Wollte ich nur mal kurz so drüber schnacken, weil ich ja sonst immer bloß über meinen Kanal und sonst nichts anderes rede, fast. Ja, ein bisschen. Was anderes muss man auch mitbringen. Vielleicht habt ihr es sogar heute auch schon in der Schule gehört, dieses Thema. Und ja, das ist das Ende einer Epoche und auch ein Anfang, lese ich hier. Und ja, das trifft es ganz gut. Ach, 20 Jahre, 2 Monate und 27 Tage. Habe ich jetzt schon zum fünften Mal gesagt in diesem Video. Aber das ist ein Zeitraum, den ihr euch merken könnt. 139 Menschen starben allein in Berlin. Mindestens 327 weitere an der innerdeutschen Grenze. Okay. Okay, ja. Kann man viel dazu lesen, kann einfach mal im Internet eingeben, wenn euch das interessiert. Mich interessiert es nicht allzu sehr, aber es ist schon interessant, dass es genau heute quasi, ne, so ist mit dem Zeitraum. Dass genau heute so lang her ist, wie die Mauer insgesamt gestanden ist. Auf den Tag genau. Und ja, wenn euch das keine Ahnung, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und ansonsten ein bisschen hier kommentieren könnt ihr auch, wenn ihr was dazu beitragen könnt. Und ja, dann macht's gut, Leute. Haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao.